Nächste Haul-Review. Ja, und zwar wieder 4 mal 4 Artikel. Nee, 4 plus 4. 4 Badezimmer und 4 Schminktischartikel. Fangen wir mit den Schminktischartikeln an. Und zwar ist es erstmal ein Parfum. Und zwar ist es das Just Cavalli For Her Gold Edition. Und ich liebe es. Immer wenn ich es drauf habe, werde ich angesprochen. Es ist eine wahre Wonne. Ich liebe dieses Parfüm. Es ist schwer. Es ist intensiv. Und ja, für selbstbewusste Frauen. Bescheuert, ne? Nee, aber es ist total meins und ich liebe es einfach. Also, love, love, love. Schnuppert echt mal dran. Das ist sowas von toll, dieser Duft, wenn ihr auf schwere Düfte steht. Dann habe ich hier dieses Kiko Hyper Real Serum White Effect Illuminating and Perfection Pearls. So sieht das aus. Wie man sieht, ich habe hier was schon gut benutzt. Natürlich nicht viel, aber so, dass ich halt sagen kann, dass ich nicht weiß, ob es was bringt. Ich habe es auch heute wieder verwendet. Ich weiß nicht, strahlt mein Teng? Strahlt mein Teng? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gut. Habe ich heute ein Setting Spray drauf? Ja, ich habe auch heute ein Setting Spray drauf. Deswegen, ja, und Highlight habe ich ja auch und sowas. Ich weiß nicht, ob es halt was bringt, aber ich benutze es halt gerne für den, wie nennt man es, dass man halt denkt, es würde ein bisschen illuminaten. Aber ich weiß nicht, habt ihr damit Erfahrung? Habt ihr eventuell den Eindruck, dass das funktioniert? Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Ja, und ich habe halt bisher auch, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie die Perlen kaputt gehen sollen oder ob ich wirklich nur das Serum daraus kriege, aber ich denke schon, dass die Perlen kaputt gehen. Und ich finde das halt auch optisch, finde ich es schon schön, aber ich kann euch nicht sagen, ob es funktioniert. Also, ich mag solche Reviews nicht, aber es tut mir leid, ich kann euch nicht sagen, ob das funktioniert. Ja, sorry. Was allerdings funktioniert, ist das Urban Decay All Nighter Make-up Setting Spray Long Lasting. Ja, das habe ich damals mal in einem Tauschpaket bekommen. Und ich habe das obere Ding hier, da war noch so ein Stopfen drauf, was ich total bescheuert finde. Habe ich abgemacht und das ist halt ölfrei, was eigentlich blöd ist, weil ich möchte schon ganz gerne glänzen, hört sich bescheuert an, aber ja. Aber es gibt hier einmal die graue Version, die ist halt für matt und das hier ist halt für so ein bisschen so glowy und ich mag das. Ich mag das sehr gerne. Das Make-up ist dadurch so ein, ja, das hört sich jetzt blöd an, gefotoshoppt, aber man sieht wirklich ebenmäßiger aus und man hat so ein strahlendes Finish und das mag ich sehr und deswegen ist es eigentlich auch ein Nachkaufprodukt, aber für 30 Milliliter 15 Euro oder 15 glaube ich oder 18 ist schon happig, ne? Aber es ist ein sehr gutes Produkt. Eine Mascara wieder und zwar habe ich hier die False Lash Architect Four Dimension Effect Fibers Waterproof Mascara von L'Oreal. So sieht die aus und zwar habe ich die mit in Thailand gehabt, das hatte ich auch schon mal ein bisschen erzählt in irgendeinem Favoritenvideo. Die Spitze, also die Bürste sieht so aus. Die Bürste, damit kam ich sehr gut klar. Muss allerdings dazu sagen, ich habe keine großen Vergleichsmöglichkeiten, was Waterproof-Mascaras angeht, weil ich mag nicht so gerne Waterproof-Mascaras. Braucht die eigentlich auch gar nicht. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, dass sie die beste ist. Ich werde aber auch nicht sagen, dass es die schlechteste ist, weil ich hatte tatsächlich mal eine und die fand ich richtig schlecht und die war dann gut. Ich hatte immer getuschte Wimpern im Urlaub und das war die Hauptsache. Und ja, ist allerdings mit ihren 11 Euro auch nicht ganz ein Schnäppchen. Ne? Muss man halt, wenn man viel Waterproof-Mascaras benutzt, kann man die ja mal testen. Aber ich brauchte halt einfach nur wegen Schwimmen, Schnorcheln und so brauchte ich halt einfach Waterproof und deswegen hatte ich mir die gekauft. Ansonsten bin ich halt nicht so der Waterproof-Typ. Dann habe ich hier ein spitzenmäßiges Produkt und zwar ist das Small Talk von TG bzw. Bad Hat. Und ja, immer wenn ich ein Bad Hat Day habe, Bad Hair Day meine ich, ist es so, ich tue das hier rein, föhne sie kurz ein bisschen. Meine Locken sehen wieder schön aus. Es riecht total, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage.
nach diesen Spaghetti-Kaugummis aus den 90ern, als wir alle noch Kinder waren und am Kiosk diese kleinen Tüten, diese rosa Tüten mit diesen rosa Spaghetti-Kaugummis. So riecht das. Total intensiv. Was einem schon fast auf den Sack geht. Aber es ist halt einfach ein schöner Duft, der sich so in die 90er zurückversetzt. Und es zaubert halt Volumen, Definition und Antifrizz. Ist total cool. Mag ich sehr. Also große Liebe, dieses Produkt. Jetzt kommen noch drei Duschgele. Und zwar habe ich hier einmal das Original Source Lavender and Tea Tree. Ich mag ja total gerne Lavendel und das hier ist pure Lavendel. Also, da kommt Wasser raus. Ich stand nämlich immer in der Dusche. Ich liebe es einfach und ich benutze es halt gerne abends, wenn ich so ein bisschen gestresst bin oder mir es einbilde. Und ich mag das total gerne, aber ich habe es bei DM nicht mehr gesehen in Lavendel. Vielleicht sollte ich da mal bei Müller gucken. Ich glaube, das hatte ich mich damals bei Müller gekauft. Die Leute, die auf Lavendel stehen, das ist nämlich wirklich, wirklich arztreine Lavendel. Dann habe ich hier das hier. Das ist ja das von der Bibis, weiß ich auch noch nicht, Beauty, Chanel. Auf jeden Fall von einer YouTuberin, die hat das mit Kooperation mit irgendeiner Firma, hat sie halt einen Duschschaum kreiert. Der Duft ist, ja, das ist halt Creamy Mandarin und es riecht halt nach Mandarine, so Mandarinenjoghurt. Ist nicht, glaube ich, für jedermann was, aber ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es auch nicht wuhu. Ja, ich weiß es nicht. Also, was ich allerdings super finde, ist der Schaum. Also der Schaum ist richtig schön, wartet mal. Ups. So, Schaum und der ist wirklich, schaut mal, super. Die war zu. Auf jeden Fall ist die, ist der richtig, richtig cremig, der Schaum und pflegt die Haut auch total, weil, also ich finde es schon schön, der Schaum. Nehme ich mir mal so ein Tuch hier. Allerdings, ja, also den Duft und so weiß ich nicht. Ich mag halt die Rituals dann doch lieber. Allerdings ist der Schaum hier schon schöner. Muss man halt ja, sagen, ist kein verkehrtes Produkt, aber ich werde es mir nicht nochmal kaufen. Ja, die treuen Fans von der Bibi können es hier immer weiter kaufen, aber so toll fand ich es jetzt auch nicht für 4 Euro. Deswegen, das werde ich mir nicht nochmal kaufen. Obwohl der Schaum an sich hat mich schon überzeugt. Aber Duft und so halt nicht so, nicht so. Obwohl, wie gesagt, nicht schlecht, aber nicht so ganz meins. Und dann habe ich hier noch die Balea Softöl-Dusche. Davon habe ich ja auch das, die Body Lotion. Und ich liebe diesen Gurfer, dieser Body Lotion, ja. Und der Duft hiervon ist genauso, aber der bleibt halt nur unter der Dusche. Er ist halt nur unter der Dusche vorhanden und danach nicht mehr, was schade ist. Aber ist nun mal so, kann ich nichts ändern. Ist halt für sehr trockene Haut. Ich finde jetzt nicht, dass... Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt, weil ich glaube, mein Nachbar, der guckt gerade... Also, letztens wurde ich sogar von meinen anderen Nachbarn, also nicht denen, wovon ich gerade rede, wurde ich hier angesprochen. Und zwar, ob ich bei Facebook sage, dass man mich beobachtet. Ich war ein bisschen überrumpelt, habe gesagt, nee, bei Facebook sage ich sowas nicht. Und meinte wirklich nicht. Ich so, nein, warum? Also bei Facebook würde ich sowas nie sagen. Ich habe jetzt nicht gesagt, so, ja, ich mache YouTube-Videos oder sowas. Weil sowas ist mir immer so ein bisschen... Ich hausiere damit ja nicht so, ne? Also nicht jeder weiß das und so. Und ich glaube, man hat das... Ich glaube, dass irgendeiner hier auf meiner Straße meine Videos tatsächlich guckt und es ihm gesteckt hat. So. Und man hat es wohl ihm so erzählt, dass man mich beobachtet. So. Und das, ich habe ja nur gesagt, ich fühle mich beobachtet. Weil wenn mir jemand so... Wenn jemand in meine Richtung guckt, während ich das Video drehe, da fühle ich mich beobachtet. Das ist ja jetzt nicht so, als würde ich sagen, ich habe Spanner. Das habe ich nicht gemeint. Ne? Und wenn ihr das Video schaut. Na, also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt zu dem lieben Herrn hier gegenüber, den ich wirklich auch sehr mag. Ist ein total netter Kerl, aber ich glaube, der hat sich um mich gesorgt. Der hat gedacht, ich hätte Spanner. Und er meinte so,
sag Bescheid, weil ich habe halt Kollegen bei der Polizei und so. Ich so, ja, ist gar kein Ding, also voll nett. Aber jetzt gerade ist halt jemand auf dem Balkon und der guckt hier die ganze Zeit in diese Richtung. Und das ist mir halt unangenehm, wenn ich Videos drehe und dann. Aber ich glaube, der guckt gerade nach dem Auto auf der Straße. Ja. Kann auch eigentlich gar nicht sein, weil ich habe die Rollos immer hier unten. Also ich bild mir auch was ein, glaube ich. Auf jeden Fall waren wir hier stehen geblieben. So viel zum Thema hier. Spanner, Beobachter. Ja, ich weiß nicht. Also es ist ein schönes Duschgel. Ich werde es mir bestimmt auch nochmal neu kaufen. Ich glaube, ich habe davon sogar noch eins. Ja. Kann ich nichts Negatives zu sagen, vor allem, weil es unter 1 Euro kostet. Das war meine Haul-Review und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei meiner nächsten wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.